Gut, als wir 1999 hier auf den Vierseithof gezogen sind, da habe ich gedacht, die Leute, die kommen genauso, und das sind sie auch zum Anfang, sonst hätte ich gar nicht überleben können. Nur interessant ist, dass ich das Gleiche erlebte wie in Rottach. Also auch hier wieder, das, was ich mache, ist, weiß nicht, Voodoo oder sonst irgendwie was. Schon alleine, dass ein Buddha im Hof steht, ist, das brauchen wir nicht, das brauchen wir hier nicht, das ist, ne? Die unterstellen mir die tollsten Sachen, was ich alles gemacht hätte, ich wäre schuld an Misserfolg von irgendjemandem oder sonst was, möchte wissen, wie die Leute darauf kommen. Und also auch hier wieder, ich muss langsam anfangen. Ich habe jetzt seit 5 Jahren eine Meditationsgruppe. Die Seminare laufen immer noch nicht, obwohl ich diese großen Seminare mit der Maharishi gemacht habe. 40 Leute, zum Teil 60 Leute. Das waren tolle Seminare, die wir da 10 Jahre lang gemacht haben. Die habe ich dann weitergeführt mit einer Mitarbeiterin von mir. Und als wir dann hierher gezogen sind, dann ist das plötzlich, ja, ich hatte noch eine Ausbildungsgruppe und die Energie hier absorbiert es. Ich weiß auch nicht. Und es dauert wieder, dass ich es aufbaue. Ich baue es auf. Es ist wieder besser. Es ist wieder gut. Wir haben also jetzt auch den Gesprächskreis. Es läuft sehr gut. Aber ich will noch ein bisschen zurückgreifen. Rottach-Egern, ich habe die Therapie von 1980 bis 1999, so lange war ich in Rottach-Egern, habe ich die ausgebaut. Ich habe sie ganz sukzessive, es hat sich auch entwickelt durch meine Klienten. Ich habe dann das Buch darüber geschrieben, das erste. Das habe ich innerhalb von einem Jahr habe ich das geschrieben. Du bist mehr als du denkst. So hießen auch die Seminare, die ich da gemacht habe. Und das wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt. Das zweite Buch zu diesem Thema war praktisch eine Fortsetzung, aber es ging immer dabei um die Philosophie, die dahinter steht. Also du bist mehr als du denkst heißt, du bist nicht nur dieses Ich, sondern du bist vielfältig, du hast viele Aspekte, ich will jetzt gar nicht von Teilpersönlichkeiten reden, sondern von Fähigkeiten. Und wenn ich irgendetwas nicht kann, dann ist es nicht der ganze Mensch, der irgendwas nicht kann, sondern bloß das eine kann ich nicht und ansonsten bin ich okay. Und da zu verstehen, auch wenn ich also jetzt mehr auf der linken Seite des Körpers Schwierigkeiten habe oder mehr auf der rechten Seite des Körpers. Das heißt das dann schon, was ich zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe, dann habe ich es mehr rechts. Und wenn ich es, das heißt also auch, dass ich wahrscheinlich zu viel Druck mache. Ich bin ein Skorpion und ich habe also sehr viele Energie in mir und diese Energie will transformiert werden. Sie will in konstruktive Formen, in irgendwelche Ausdrucksformen transformiert werden. Und dazu gehört auch, dass ich zum Beispiel Menschen belasse, wie sie sind, dass ich nicht dieses Schubladen aufmache, dass ich nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken habe, dass ich mir selbst gestatte, auch jetzt mal irgendwas nicht zu wissen und nicht dann schon wieder eine Prüfung dafür ablegen muss, sondern dass ich mir gestatte, da noch einen Lernbereich aufzumachen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, finde mein Leben sehr spannend. Ich entdecke immer noch ganz neue Sachen und das finde ich also schön. Der Dr. Karl kam dann nach Rottach-Egern und hat mit mir zusammen an dieser Therapie gearbeitet. Das heißt also, wenn ich irgendetwas nicht wusste, wie ich eine bestimmte Problematik angehen soll, dann hat er mich entspannt und er hat also mit seinem Psychosynthese-Hintergrund hat er mich befragt und ich habe die Antworten gegeben oder ich habe diese
da, jetzt braucht es das oder jetzt oder ich bin den Weg durchgegangen, was da getan werden musste. Und so entstand die Therapie. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, sehr befruchtend. Er war da 4, 5 Jahre war er in Rottach. Und da ist sehr viel entstanden. Er ist dann zurück nach Amerika, hat seinen Psychologen fertig gemacht und hat dann im Gefängnis als Gefängnispsychologe gearbeitet. Fand ich sehr gut.